Gibt es irgendwelche Probleme? Wer könnte so eine dumme Frage stellen? Offensichtlich gibt es hier ein Problem. Jetzt habe ich ernsthaft Angst. Das ist unmöglich. Eine unbekannte Macht beschützt diesen Mann, was meinen Verdacht nur bestätigt. Dieser Agent der Republik ist der Schlüssel zu unserer Bedrohung. Ich baue auf meine Wut und Frustration. Sie bringen mir sicher die Antwort. Ich bin sein Schüler und der behandelt mich so asozial. Also, ich mag den nicht. Ich mag ihn immer noch. Ich will ihn töten. Weckt mich, wenn ihr sie habt. Eines Tages wird deine Unverschämtheit dein Untergang sein. Ich würde dich bestrafen, wenn dein Fortschritt nicht so befriedigend wäre. Nun, es verbreitet sich die Kunde, dass Lord Gratan über die Ermordung seines geheimen Sohns erzürnt ist. Ich nehme an, das war dein Werk. Das ist korrekt. Meine Zuversicht in dich wächst. Ich habe nichts von Drickhill Ball gehört, meinem Agenten in Gratans Lager. Er hat eine vereinbarte Übertragung verpasst. Lass mich raten. Er hat dir Schwierigkeiten bereitet. Ich habe ihn erledigt und auf seinen Überresten getanzt. Kein Problem. Er hat seinen obersten Zweck erfüllt. Jeder Sith muss seinen Aufstieg selbst orchestrieren. Nun, zurück zu meinen Gefangenen. Es gibt noch eine Möglichkeit, ihn zu brechen. Ich dachte, es sei unmöglich, aber es gibt eine kleine Chance, dass du es schaffst. Vor über 1000 Jahren hat der Imperator Dromund Kaas vereinnahmt und den Tempel der dunklen Seite zum Zentrum der dunklen Macht gemacht. Im Innern des Tempels hat er grauenvolle Experimente durchgeführt, die das Wissen und die Lebensenergie aller großen Sith-Lords seiner Zeit aufgesaugt haben. Klingt wie ein Kerl nach meinem Geschmack. Er wäre sicher erleichtert zu hören, dass du ihm zustimmst. Der Imperator hat ein Gerät erschaffen, den Brecher, der den Geist eines Opfers verzehrt und dessen größte Geheimnisse offenbart. Niemand konnte dem Brecher standhalten. Selbst die stärksten Sith-Lords berichteten dem Imperator alles, was er wissen wollte. Lasst mich raten, ich soll den Brecher holen. Es ist vielleicht meine einzige Chance, diesen republikanischen Wurm in die Knie zu zwingen. Der Imperator hält den Brecher im Tempel der dunklen Seite versteckt, der zu einer Todesfalle geworden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schrecken dort zu groß sind. Doch dein Leben ist es mir wert. Wow. Die Legenden beschreiben eine geheime Kammer in den Tiefen des Tempels der dunklen Seite. Dort soll der Brecher sein. Du wirst das Gerät anhand der Inschrift erkennen. Sei schnell, mein Schüler. Was ein Arsch. Nee, ich will ihn töten. Ich will ihn töten. Ich mag diesen Affen einfach nicht.
Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. So, da sind wir. Da sind wir mal wieder am Tempel der dunklen Seite. Was? Ich bin schon wieder am Tempel der dunklen Seite. Ich muss einen sogenannten Brecher besorgen. Und Ärzte scannen. Oh, das ewige Rumgelaufen nervt. Ich will unbedingt einen Speeder. Es gibt aber auch Ein Reittier. Ja, wollte ich sagen, es gibt aber auch Reittiere. Einfach irgendwas, was schneller ist als diese Schneckengestalt. Erze, scannen! Fett? Ernsthaft, du rennst außen rum. Och, mein Druidi ist auch wieder da, schön. Den habe ich schon ewig lange gesucht. Och nee, ey. Es gibt auf der Map, du weißt ja, wo dieser große Tempel ist, oder? Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Das ist der längste Marsch immer von dieser Station. Und das dauert und dauert und dauert und dauert und dauert. Find ich nicht, ich bin schon da. Ich musste halt so einen Brecher suchen und. Hast du schon den Lord umgebracht? Welchen Lord? Oh toll, ich musste erstmal vorher den Lord umbringen. Ich muss den Tempel in Brecher besuchen, damit wir so einen republikanischen Verräter, Spion, Idioten. Ich muss auch einen Brecher suchen, glaube ich. Nö, steht nur da, finde den Brecher, also. Ist halt die Frage, was der Brecher ist. Irgend so ein Stab, denke ich mal. Und hier gibt's gut. Eroberungsziel abgeschlossen, Crewfähigkeiten sammeln. Ja, ich bin die ganze Zeit am Einscannen von den Artefakten und Ressourcen. Nö, aber du kannst doch bis zum Tempel mit einem Gleiter fliegen hier von der. Von dem Dings aus. Hier, wo du bezahlen musst beim Roboter, weißt du? Ja, bis zum Außenpost war dann. Und dann habe ich. Eine Strecke, die doppelt so lang ist wie Car City noch zu laufen, weil dort keine Verbindung mehr hingeht. Naja, und ich bin schon direkt am Tempel dran. Frag mich, was du machst, der Weg ist doch kurz.
Du hast einen scheiß Speeder. Ich bin gerade zu Fuß unterwegs, weil ich Ressourcen einscanne. Ich lass mir doch die Ressourcen nicht entgehen. Ich hab hier nicht mal welche. Dann hast du eindeutig die falsche Fähigkeit erlernt. Apropos, kriegst du eigentlich immer noch, durch die ganze Quest kriegst du doch Rüstungsteile. Immer mal wieder, ja. Was machst denn du mit denen? Verkaufen. Ich auch, die sind schwächer als das, was ich derzeit habe. Ja, weil wir irgendwie haben wir es falsch angegangen. Wir haben erst alle Nebenquests gemacht und man hätte, glaube ich, erst alle Hauptquests machen sollen. Junge, ich könnte hier ein Vermögen machen. Okay, ich meine alle Hauptquests, die mit diesem Planeten zu tun haben, weil man hat durch die Nebenquests doch schon deutlich stärkere Rüstung als durch diese Hauptquests. Wisst ihr, was hat man durch Hauptquests bekommen an Rüstung? Aber minimal. Der größte Teil ist echt durch Nebenquests. Du kriegst auch, wenn du einfach nur... Was ist das? Umweltakklimatisierer, okay. Du kriegst ja auch so einen Haufen Zeug, wenn du einfach wirklich nur so rumrennst und kämpfen tust, ohne irgendeine Quest zu machen. Mhm. Oh, ich muss dort das, was abgesperrt war, da muss ich jetzt rein, okay. Gerne doch. Da ist was zum Scannen. Oh, und mein Mannequin ist so lahmarschig. Komm schon, das hasse ich auch. Dass diese Speed-Fähigkeit, ich habe ja eine Speed-Fähigkeit, die hält nur leider 2 Sekunden und hat, was weiß ich, 1 Minute Abklingzeit. Hä? Meine ist dauerhaft aktiv mit 35%. Bewegungstempo außerhalb des Kampfes mit 35% erhöht, ist dauerhaft aktiv bei mir. Ja, ich habe eine Fähigkeit, die, okay, Abklingzeit, Entschuldigung, 20 Sekunden, ist trotzdem mir viel zu lang, und die erhöht das Tempo um 150% für 2 Sekunden. Okay. So ein Anschleichboost halt, aber die Abklingzeit ist mir trotzdem zu lang. Verbrannter Toter. Das wird ja schön werden jetzt. Welches Level habt ihr? 15. Besessener schwerer Trupp. Ach, die sind easy. Da waren sie tot. Hier die bei dir auch runter. Warte mal ganz kurz. Boah, der wirklich trifft, ist ja geil. Was ist von Hit? Die schweren Truppen. Noch nicht ganz. Na gut, ich muss schon zugegebenerweise sagen, die sind bei mir nur durch einen Angriff halt One-Hit. Bei den anderen vielleicht Two-Hit. Ja, aber sie sind One-Hit. Beep, 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 beep. Ja, du benutzt auch wahrscheinlich einen Lieblingsangriff zum Angreifen. Und das ist meistens auch der stärkste. Nee, weil ich ja Wut dazu brauche und die ist meistens leer, wenn ich gekämpft habe. Auslöschen, jetzt will ich die Technik versuchen. Besessener Sith. Du stirbst jetzt leider. Ja. 815 Damage macht das wenig. Könnte besser sein. Ich hab den aus. Ich hab zumindest die Kamera, die aus der Auslöscher drin ist.
gegen die wir kämpfen müssen. Ich war gerade gestummt. Also, ich muss gegen unsere Lieblingsfigur kämpfen. Das ist ein Witz. Ich muss jetzt Bauteile für den Brecher bergen, damit ich ihn reparieren kann. Und ich muss echt... Nein! Ich hasse diese Figur. Ich hasse diese Person. Wen denn? Ja, durch den du gestorben bist. Ach, den musst du umhauen. Ich nicht. Ich muss einfach hier in der Mitte welche umklatschen, die Bauteile besitzen. Ich glaube, die hatte ich sogar schon. Keine Ahnung. Ja, warum? Egal. Wenn du den Brecher holen musst, dann kannst du mich doch gar nicht haben. Nee, ich öffne die Tür der Kammer. Meine Aufgabe. Nicht mit Brecher. In den Hallen der Verräter. Die Questname und dann die Aufgabe, öffne die Tür der Kammer. Ja, nö. Ich bin gerade beim Brecher und ich soll 4 Bauteile holen. Und Ärzte scannen. Und muten. Erstes Bauteil. Mit uns legt sich besser niemand an. Drei Bauteile. Wo werden wir die wohl finden? Ich denke mal, diese Soldaten werden die wieder besitzen. Schnell tot. Oh, zweites Bauteil. Nächstes Bauteil. Eins noch. Komm, das ist meine Attacke, nicht deine. Gleich geht's besser. Ein Bauteil noch, ein Bauteil noch. Oh.
Da haben wir's. Oh, sogar 5. Und dann auf und davon. Was? Es war dumm von euch, hierher zurückzukehren. Oh, das sieht mal wieder nach einem Kampf aus. Die Sachen, die ihr meinen Schergen abgenommen habt, gehören mir. Mit ihnen kann ich Rache an Lord Farscholl üben. Ich bin Lord Vakuus, der Eroberer von Beggaren, Bezwinger von Garatak dem Versenkten. Gebt zurück, was ihr gestohlen habt, oder geht in Flammen auf. Ich wähle die Flammen. Sterbt durch die Hand von Vakuus. Schon besser. Alter! Ich muss mit der Tastenbelegung eindeutig noch klarkommen. Ja, ich würde sagen, da warst du tot, hä? Bauteile für so ein kleines Ding. Hä? Was ist denn das für eine Logik? Alter! Die Story wird immer verrückter und verrückter. Ich hab den Brecher, ich bin glücklich. Das Lustige ist nur, ich musste übelst große Bauteile finden und krieg einen 2-Finger-Ring. Ja gut, Ike. Ich habe meinen Ur-Ur-Vater kennengelernt. Dein Ur-Ur-Vater? Oder Großvater? Ob man jetzt Ur-Ur-Urvater oder Ur-Ur-Großvater sagt, ist scheißegal. Urvater hört sich sowas von grottendämlich an. Ich habe einfach nur die Bezeichnung genommen, die sie dort gesagt haben. Dann eben Ur-Ur-Großvater. Schon wieder? Ja, doch, nee, jetzt das Großvater. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Verkaufen. Ich habe wieder 11.000 Credits. Wollte ich schon immer mal haben. Eine uralte Antwort. Kerle, du darfst Barras zurück. Ich hasse ihn einfach. Ich würde ihn am liebsten töten wollen, aber der ist ja Level 70 oder so. Oh, Scan. Los, Fett! Scan! Am besten finde ich, du beginnst bei Darth. Meine Meisterin ist jetzt gerade erst von Lord auf Darth gestiegen. Ja. Bin halt was Besseres. Wieso? Ich hab einen Darth gekillt. Ich glaube nicht, dass du das schon verzeichnen kannst. Aber warte mal, Darth und Lord, die sind gleichgestimmt. Nee, ist. Angeblich eine höhere, ordentliche Rangerhöhung.
mit mehr Freiheiten. Als Lord darf man sich anscheinend nur auf bestimmten imperialen Planeten haben und als Darth hat man völlige Freiheit. Merkwürdig, weil Vader heißt Lord Vader und Darth Vader. Das ist komplett widersprüchlich also. Ich sag nur so, an dem Begriff hat sich sicherlich in über 1500 Jahren etwas geändert. Aber trotzdem, wenn, dann sollten sie schon bei der gleichen Schematik bleiben, sonst ist das ja total verwirrend. Ja, warum? Es ist halt nicht zu deren Zeit. Es ist zur Old Republic Zeit. Trotzdem. Wie lautet der Bestimmungsort? Auf nach Cars City. Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Das ist bestimmt schon 20 Folgen her. Hast du überhaupt schon insgesamt 20 Folgen aufgenommen? 26. Als wären wir in den ersten 6 Folgen auf Strom und Cars angekommen. 26. Aktuell bin ich gerade bei Folge 29, die ich aufnehme. Ja gut, aber in Folge 9 sind wir auch noch nicht hier angekommen. Ich kann dann mal nachgucken. Das müsste eher bei 15 oder so. Nee, Allein in den ersten beiden Folgen haben wir nur Blödsinn gemacht. Ich habe sie mir ja angeschaut. Ja, aber 15 mit Drum und Kass, weit früher. So viel weit früher gibt's gar nicht. Dann lass es meinetwegen 14 sein. Ich gucke gleich nach. Ich habe die Folgen ja beschriftet. Und auch da, wo wir nach Drum und Cast gereist sind. Also ich sag um die 14. Mal schauen, wenn er ist. Was sagst du? Ich will jetzt nicht raus haben, um nachzugucken. Also ich sage 9 oder 10. Die Folge ist ja eh gleich zu Ende in 3 Minuten, ne? Dann kann mir aber nicht vorstellen, dass wir bei all den möglichen Nebenquests dort, wie viel Zeit wir dort verbracht haben. Oh, warte mal, ich habe eine Nachricht. Die Vernichtung der Ketzer, bla bla bla. Oh, ich habe ein bisschen Geld bekommen, wow. Nee, du musst überlegen, eine halbe Stunde geht immer eine Folge. Also 30 bis 35 Minuten. 1, 2, 3, 4 Stunden. Na doch, kommt hin mit 4 Stunden und dann rüber gewechselt. 4 Stunden. Ich habe Star Wars. Ich habe abzüglich der Downloadzeit mit, sagen wir, wenn es hochkommt, 6 Stunden, habe ich 24 Stunden Spielzeit in Star Wars. Zu wenig? Komm, ganz ehrlich, du hast nur 2 Charakter erstellt. Na und? Ich will auch ein bisschen Du komm, ja, aber bei mir kann man halt die reine Aufnahmezeit dann rechnen. Komm, du hast auch einen Zweitcharakter. Heute erstellt, der ist Level 5. Ich denke, den hattest du das letzte Mal schon. Du hast vorgestern schon was davon gesagt. Von einem Zweitcharakter. Dass ich mir einen erstellen will. Ja, ich gehe jetzt ganz kurz in Story-Modus und dann gucken wir mal nach. Als ich dich in den Tempel der dunklen Seite geschickt habe, den Brecher zu holen, dachte ich, ich hätte dich zum letzten Mal gesehen, mein Schüler. Der Gefangene wird immer schwächer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Tritt zurück und sieh zu. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich werde nicht. Ja, der Brecher hat seinen Geist gewonnen. Ausgezeichnet. In seinem Zustand bleibt nicht viel Zeit, bis die Qual sein Hirn zum Schmelzen bringt. Ich hoffe, die Ergebnisse sind blutig und grausam. Der Anblick ist mir egal, solange ich höre, was ich will.
Republikanischer Wurm. Du hast die Information, die ich verlange. Sag mir alles. Ich bin vom Informationsdienst der Republik auf spezieller Mission, um einen möglichen imperialen Spion auf Nar Shaddaa zu enttarnen. Im Dienste des Jedi-Rates. Auf einen Verdacht von Meister Nomen Karrhin. Nomen Karrhin, das ist ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Was gibt es für ein Problem? Wer ist Nomen Karr? Nomen Karr ist ein Jedi-Meister, der die Sith infiltriert hat. Ich konnte ihn stellen, doch er tötete mich beinahe und floh. Er will unbedingt beweisen, dass die Sith Spione in den Rängen der Republik und der Jedi haben. Ich konnte ihn stets abwehren, doch er ist hartnäckig. Wie konnte Nomen Karr meinen Spion auf Nar Shaddaa vermuten? Sag es mir, republikanischer Wurm. Was hat ihn alarmiert? Meister Nomen Karr hat einen neuen Padawan. Sie scheint das Wesen aller Lebewesen zu erkennen. Sie spürt versteckte Dunkelheit und ungenutzte Reinheit. Erstaunlich. Ich habe nie gehört, dass die Macht diese Gabe verleiht. Sag mir, wie ihre Kraft funktioniert. Ich weiß nur, als Meister Nomen Karr sie nach Nar Shaddaa gebracht hat, spürte sie Dunkelheit in eurem Spion, als sie ihn bloß angesehen hat. Was ist ein Padawan? So nennen die Jedi ihre Schüler. Es bedeutet, dass sie noch kein Jedi ist. Wenn diese junge Padawan-Schülerin Täuschung und Tarnung so leicht durchschauen kann, bedroht sie alles, wofür ich gearbeitet habe. Rede weiter, republikanischer Hund! Karr glaubt, dass die Fähigkeit seines Padawan unfehlbar ist. Doch der Jedi-Rat ist skeptisch. Ich sollte den Beweis liefern, doch ich konnte keinen Bericht erstatten. Wir müssen diese Jedi in der Ausbildung töten. Ja, mein Schüler. Eine solche Gefahr darf nicht einfach in der Galaxis verweilen. Wer ist diese Padawan-Schülerin, du republikanische Pest? Sag mir alles, was du über sie weißt. Man fand sie auf Alderaan. Ihre Kraft trat während der Ausbildung auf Tatooine in Erscheinung. Und Jedi haben einen anderen Agenten geschickt, um jemanden auf Balmorra zu untersuchen. Er wird ohnmächtig. Ist sie menschlich oder ein Fremdling der Jedi? Wo kann ich sie finden? Wie heißt sie? Ich habe nichts. Nichts mehr. Der Brecher hat seinen Geist geleert. Mehr erhalten wir nicht. Nur ein paar zufällige Orte der Galaxis, an denen Nomen Karr und seine Padawan-Schülerin waren. Es ist ein Anfang, Meister. Das Gerät hat es geschafft. Du hast recht. Wir haben jetzt Hinweise, denen wir folgen können. Nomen Karr ist ein rastloser Kreuzritter. Und diese Padawan-Schülerin mit ihren einmaligen Fähigkeiten bedroht alles, was ich erreicht habe. Deine Pflichten bringen dich wahrscheinlich in die entfernten Teile der Galaxis. Ich muss dich nach meinem Willen einsetzen. Du sollst ein eigenes Raumschiff erhalten. Du hast es dir verdient. Geh zu meinem privaten Hangar im Raumhafen und nimm es entgegen. Ihr seid äußerst großzügig, Meister. Spar dir die Dankbarkeit. Ich muss über unseren nächsten Schritt nachdenken. Verschwende keine Zeit. Geh zu deinem Raumschiff in meinem Hangar und warte auf weitere Befehle. Ja, lasst uns verschwinden, bevor ihr mir noch sagt, ich soll hier sauber machen. Ja!
Kosten oder weniger Klasse Missionserfahrungsschub, versenkte Züchtigers, bla bla. Ich habe ein Raumschiff und noch ein neues Lichtschwert. Tito. Bollwerk Züchtiger. Ausdauer 12, Macht 99. Macht 99 Ausdauer. Verteidigung Absorption. Ich nehm das da. Ich werde aber hier noch kurz was machen. Ich habe noch eine Quest gefunden. Ich werde auch noch nie so schnell gehen. Und dann darf ich unendliche Planeten besuchen, um einen Jedi und eine Padawan zu suchen und zu töten. Eigentlich die geilen Aufgaben. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwelchen Artefakten. Toll. Universal-Sammeltresorkiste. Dahin. XP-Schub. Was? Das ist Credits. 100.000, danke. Das dahin. Einmal das hier öffnen, bitte. Anziehen. Und anziehen. Was ist das? Gibt mir Missionseffizienz. Flashpoint-Belohnung, Operationsbelohnung, Missionseffizienz. Und das? Effizienz sammeln. Nee. Kann ich das aufrüsten, das Lichtschwert? Halt, jetzt habe ich das Falsche aus... Hä? Warte, Moment. So. STRG, Linksklick. Farbkristall, Waffentraining. Hä? Muss ich nachher nachgucken. Dann beende ich jetzt die Folge hier. Rockstar dancer till I drop, my love is a fire.